Hallo, mein Name ist Claudia Lauer, ich bin 43 Jahre alt, bin Mutter von einer wundervollen 9-jährigen Tochter und alleinerziehend und wir beide wohnen in Recklinghausen-Stuckenbusch mit dem Blick auf die Halde Hohe Wart. Diese Wohnung ist für mich wie ein Hafen nach Stürmischer See, endlich Ruhe, endlich durchatmen. Mit 29 bin ich erste Mal an Brustkrebs erkrankt, auf der linken Seite, eine schlechte Differenzierung, da wurde mir damals schon gesagt, sie werden mit Sicherheit nochmal krank. Habe ich angefangen, mein Leben in ein Tagebuch zu schreiben, weil es bis dahin schon gut und gerne für 3 Leben gereicht hätte. Meine Kindheit, meine Pubertät, das Leben mit den Männern, 4 Männer, 4 Lebensabschnitte, die mich extrem geprägt haben. Und mit 39 wurde ich dann leider nochmal krank, eine Neuerkrankung auf der rechten Seite, wieder eine schlechte Differenzierung. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 5. Und zu dem Zeitpunkt habe ich Karin Bruns kennengelernt. Sie ist Journalistin und sie hat mir geholfen, mein Leben in einer Biografie zusammenzufassen. 2 Jahre haben wir daran gearbeitet und das Buch ist seit Mitte Oktober auf dem Markt, bei den Buchhändlern zu erhalten. Achterbahn ins Leben. Es ist ein Mutmachbuch, nie aufzugeben, dass es immer weitergeht. Eine Tür geht zu, die andere öffnet sich. Ich habe extra auch ein Cover gewählt, wo ich mit dem Bobbycar die Achterbahn runterfahre. Ich befinde mich hier an einem besonderen Ort, auf der Drachenbrücke, die zur Halde Hohe Wart führt, nicht weit von meiner Wohnung entfernt. Hier bin ich sehr oft, hier gehe ich sehr oft spazieren, um den Kopf frei zu bekommen. Im Jahr 2013, als ich zum zweiten Mal die Diagnose bekommen habe, habe ich die Chemotherapie zu Ende gebracht und mich dann dafür entschieden, im Januar 2014 mir die Brüste entfernen zu lassen und diese über den Bauchraum aufbauen zu lassen, eine Dieplappenplastik. Die Zeit war sehr, sehr schwer, besonders alleine mit meiner Tochter, das zu schaffen. Seit 23 Jahren arbeite ich im Prosper-Hospital in Recklinghausen, seit 10 Jahren im onkologischen Bereich und seit März 2014 bin ich Erwerbsunfähigkeitsrentnerin. Da wurde ich sozusagen zur Ruhe gezwungen, da ich einfach ein hohes Rückfallrisiko habe, zu 75% an Fernmetastasierung zu erkranken, wurde mir gesagt, sie müssen die Zeit genießen. Ja, jetzt genieße ich die Zeit, mit meiner Tochter für sie da zu sein, bei den Bundesjugendspielen dabei zu sein, einfach Zeit zu haben. Und ich habe gemerkt, wie wertvoll das ist, mit der Zeit richtig umzugehen. Im Hintergrund ist ein Teil meiner Joggingstrecke. Ich kann immer wieder nur weitergeben, wie wichtig es ist, Sport zu machen. Für mich war Joggen das, was mir Kraft gegeben hat, die Nebenwirkungen minimiert haben von den Chemos, vor der Chemotherapie. Ein Kapitel ist in meinem Buch auch wieder ein Mutmachteil, als ich den Krebslauf mitgemacht habe, kurz vor meinem letzten Chemozyklus. Im Moment befinde ich mich auf Lesereise. Ich erreiche viele Herzen und viele Menschen. Möchte natürlich noch mehr Menschen erreichen mit meiner Mutmachgeschichte. Und wenn Sie Interesse haben und mit mir eine Lesung veranstalten wollen, können Sie mich gerne kontaktieren. Ich würde mich freuen.